Also Nummer eins, der wichtigste Skill, der den wenigsten Leuten gelehrt wird und den meisten Leuten abhanden gekommen ist, ist das Denken. Man muss das Gehirn einschalten. Und die große Gefahr besteht, dass die Menschen haben schon verlernt zu rechnen im Kopf. Durch den Taschenrechner und durchs Handy. Leute haben auch schon verlernt zu navigieren, weil das Auto ein Navigationssystem hat und bleiben dann in einer engen Straße stecken und sagen, naja, das Navi hat mich dorthin geführt. Und durch künstliche Intelligenz ist die Gefahr sehr groß, dass der Mensch verlernt zu entscheiden und zu denken. Das ist das Wichtigste. Ohne dem geht man gar nichts. Und jetzt Basiskills, Programmieren, Online-Marketing, Intellectual Property, Data Science, Statistik, Mathematik, Logistik und vor allem auch IT-Ethik, also das ethische Verständnis für die gesellschaftlichen und politischen und ethischen Herausforderungen der digitalen Ökonomie, das sind Dinge, die man in Zukunft brauchen wird. Und die Leute, die es können, die werden wirtschaftlich sehr erfolgreich sein und auch sehr viel Respekt bekommen. Die Leute, die es nicht können, werden wirtschaftlich Probleme bekommen. Für mich ist es, glaube ich, so, dass Qualitäten wie Anständigkeit, Ehrlichkeit und Flexibilität auch im Job eigentlich für mich immer wichtiger werden, gerade weil sich alles nur noch schneller dreht und alles digital abläuft. Es ist alles kontrollierbarer und ich glaube, genau aus dem Grund sind für mich diese Werte mittlerweile wichtiger.